Hallo zusammen, ich bin's, Marco Ansing, und heute bin ich auf der Leipziger Buchmesse und wir werden mal schauen, wen wir alles treffen werden. Bis gleich. Alles klar, wir sind bei Sandra Florian. Genau. Und ja, weiß ich. Hab auch lange geübt dafür. Weiß ich. Und du schreibst Vampirromane. Genau. Und wir treten zusammen auf, aber reden wir doch erstmal über Vampirromane. Vampirromane. Und sag mir doch mal, was macht deine Vampirromane aus? Was meine Vampirromane ausmacht? Ja, bitte. Also, erstmal habe ich mir natürlich überlegt, was ich Besonderes machen will, was ich anders machen will als andere. Oha. Deshalb sind meine Vampire auch tatsächlich Menschen. Sie glitzern nicht. Und sie lösen sich nicht in Luft auf. Und sie haben ein Spiegelbild, weil hatten sie als Mensch ja auch. Das ganz Besondere ist, dass sie alle Fähigkeiten haben, okay. Ganz besondere Fähigkeiten, die oftmals aus ihnen herauskommen. Das sind halt Talente, die sie als Menschen haben, die sich verstärken dadurch, dass sie zum Vampir geworden sind. Okay. Und sich dadurch potenzieren. Übernatürliche Fähigkeiten kommen auch. Gib uns, du darfst jetzt einen Satz, einen Cliffhanger. Ein Cliffhanger? Soll ich dir erzählen? Nein. Doch, der Cliffhanger ist ja der 18. April. War doch der 18. Ach so, ja, stimmt. Samstag, 18. April. Und da kommt ja ein ganz besonderes Buch raus. Genau, da kommt der dritte Band raus, der Nachtanreihe. Gefährliche Sehnsucht. Ich erzähle jetzt nicht, worum es geht. Ja, aber die Abenteuer gehen weiter. Von Dorian, Luisa und all den anderen Nachtan. Wird groß präsentiert mit Marco Ansing. Als hätte ich es nicht gewusst. Ja, wir werden... im Adiposita, nee, Adiposa. Im Adiposa im Vereinshaus in Kiel am 18. um 20 Uhr fangen wir an, ne? Genau. Und das Besondere wird sein, es ist eine Benefizlesung. Eintritt 2 Euro und alles andere, was ihr reinhaut, geht an den Verein. Die 2 Euro gehen auch an den Verein, muss man dazu mal sagen. Aber wir haben gesagt, dass wir mal so einen Grundstandard setzen hier, ja? Und da wirst du den dritten Band. Ganz exklusiv das erste Mal präsentieren. Und ich werde ein bisschen steampunkig. Ja. Ausnahmsweise mal. Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr da seid. Ich hörte und kam ungewollt in eine Gegend, die heller erleuchtet war. Verdammt, sie musste verschwinden, fort aus der Stadt und dem verräterischen Licht. Suchte nach einem Weg. Hallo, an meiner Seite ist jetzt Farina de Waart, Gewinnerin des Indie-Autorenpreises. Wie fühlst du dich? Überwältigt. Also einerseits unglaublich glücklich, andererseits wirklich überwältigt. Ja. Jetzt wollen wir natürlich ganz genau wissen, um was für ein Buch es eigentlich geht. Um das im Hintergrund, Zähmung. Ja. Das Vermächtnis der Wölfe. Ja. Genau. Und ja, mein erstes Buch, mein Debütroman und erster Teil meiner Reihe, die 6 Bücher lang wird. Das hast du schon alles vorgeplottet und ja. Ganz kurze Inhaltsangabe. Es geht um meine Hauptperson Sina. Sie gerät in eine fremde Welt. Sie wird entführt von den Tyrannen der anderen Welt, der anderen Dimension und entdeckt dort, dass sie magische Fähigkeiten hat. Und dieses Talent, diese besondere Begabung dort, verpflichtet sie quasi dazu, sich gegen die Tyrannei aufzuerstehen. Und ja, sie hat aber keine Armee im Hintergrund, sondern muss einen anderen Weg finden, wie man aus dieser Tyrannei wieder rauskommt. Und sie muss auch erstmal es schaffen, dieses Schicksal anzunehmen. Das ist auch gar nicht so leicht für sie, weil sie ja aus einer Demokratie kommt und einer mittelalterlichen Diktatur endet. Einen kleinen Tipp für alle da draußen. Kannst du irgendwas geben, was für diesen Weg unbedingt wichtig ist? Also ich würde mal sagen, Selbstreflexion ist sehr, sehr wichtig. Also ich kenne viele Autoren und viele, viele von denen haben tolle Ideen und schreiben tolle Sachen, aber eben nicht zu selbstverliebt an seinen Text rangehen und durchaus sich ehrliche Kritiker suchen. Also nicht, vielleicht nicht unbedingt die Mutter, weil die sagt natürlich, oh mein Gott, das ist alles ganz toll. Ja. Ich habe mir Kritiker gesucht und die wirklich sehr, sehr wertvolles Feedback bekommen von Leuten, die ich eigentlich gar nicht persönlich kenne. Wir sehen uns ja am 6. September auf der Norddeutschen Lesebühne, die wir da organisieren. Und die Frage ist, wirst du da aus dem neuen Roman was lesen? Ja, werde ich. 5 Minuten, Farina. Ah, kriegst du das hin? Ja, krieg ich hin. Hervorragend. Mhm. Alles klar. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ja, danke schön. Und dann weiterhin viel Spaß. Dir auch, danke. Ich bin jetzt hier am Stand von Innovative Fiction und stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du überhaupt?
Hallo, ich bin der Falk, ich bin der Hauptautor von Innovative Fiction und der Produzent. Ja. Und wir haben viele tolle Hörspiele mitgebracht. Gut. Und wir arbeiten gerade an vielen tollen Hörspielen. An was arbeitet ihr denn gerade im Moment? Im Moment warten wir an der ja schon heiß ersehnten Fortsetzung für den Fluch. Wir wollen noch 4 Hörspiele machen und die sollen alle noch dieses Jahr rauskommen. Gegenüber Startnext, ich habe auch mitgeplätscht, wie man so schön heute sagt. Genau. Ich freue mich so, dass es rauskommt. Wir haben die erste neue Folge auch schon fertig. Die haben wir in Berlin in dem Kino vorgestellt für die Unterstützer. Genau. Nur ganz kurz für die Zukunft, was planst du jetzt? Also bei Innovative Fiction ist das große Indiana Jones Ehrenwort, dass wir nach dem Fluch endlich Earth Defense Squad und Deus Ex Machina in Angriff nehmen. Kurz, was ist das? Das ist ein Science Fiction Space Opera in 3 Teilen. Alles klar. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Dann viel weiterhin, viel Erfolg. Dankeschön. So, ich bin hier mit Merle Brose, Christopher Groß und Flox. Und Flox. Genau. Gleich gehen wir auf die Bühne hier in der Hörspielarena und werden ziemlich unwahrscheinlich spielen. Seid ihr aufgeregt? Oh, es geht. Noch weiß ich man nicht genau. Aber ich glaube, Flox ziert sich ein bisschen. Alles klar. Ja, ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass du lange beim Stück dabei bist. Ziemlich unwahrscheinlich. Genau. Alles klar, dann gehen wir mal gleich auf die Bühne. Könnt ihr panisch sein, wenn ihr den Drachen hört? Wir probieren das einfach mal aus. Alles klar. Der Drache kommt. Hervorragend. Super. Alles klar. Gut, dann fangen wir an. Hey, ouch! Entschuldigung. Das war jetzt aber nicht sehr ritterlich. Ist da denn hier ein gelbes Äffchen oder was ist das? Äffchen? Äffchen? Ich bin ein Lemur. Hey, was machst du hier auf meinem Land? Deinem Land, du? Ich bin mir sicher, dass Planten und Blumen der Stadt gehören, oder was meinst du? Keine Ahnung. Ich hab's entdeckt. Ich darf es behalten. Niemand wird mir dieses Land hier stehlen. Bis dann. Tschüss. Noch tschüss. Viel Spaß. Tschüss. So, die Leipziger Buchmesse geht zu Ende und damit ist auch unser Blog zu Ende, unser Videoblog. Und wenn ihr mehr wissen wollt und vielleicht die Langversion mit allen Sachen haben wollt, dann könnt ihr jetzt hier drücken. Hier kommt das Video für die längere Version. Und sonst tschüss. We'll be right back.